Hallo zu On The Grid, Claudio Schießer mein Name. Heute geht es wieder mal um das Thema Pflege. Wir haben Herrn Vizepräsidenten Andreas Herz letztes Jahr schon dazu interviewt und er wird kurz mal erzählen, um was es beim heutigen Pressetermin ging. Ja, es ging darum, dass wir unsere Straßenbahn, die im Hintergrund gerade weggefahren ist und jetzt eine Runde in Graz dreht, präsentiert haben als Trägerrakete für unsere Imagekampagne, für die Betreuerinnen. Es geht um die Personenbetreuerinnen, um zu zeigen, wie wichtig dass sie für unser System sind, dass sie ein fixer Bestandteil sind, aber auch natürlich die Agenturen, die im Hintergrund stehen, die das alles managen, die im Prinzip diese Schnittstelle zwischen Familie und zwischen Personenbetreuerinnen durchführen. Ja, es ist im Prinzip ein Auftakt, um der Öffentlichkeit zu zeigen, wie wichtig diese Berufsgruppe ist und wie wichtig es auch der Gesellschaft ist und unseren älteren Damen und Herren zu Hause betreut zu werden. Sie haben vorher bei der Rede kurz erwähnt, 15.000 Pflegerinnen sind in der Steiermark tätig und diese Werbeaktion soll jetzt knapp ein Jahr lang dauern. Wie wichtig ist das sozusagen für diese 15.000, um auch wahrgenommen zu werden? Ja, es ist sehr wichtig. Es ist im Prinzip ein Auftakt, damit man immer wieder zeigt der Öffentlichkeit, wie wichtig unsere Berufsgruppe ist. Und es ist nur ein Teil einer Werbekampagne, diese Straßenbahn. Es geht aber auch dahinter, dass wir jetzt eine Kampagne fahren, dass wir die Institute im Prinzip, die Agenturen qualifizieren und aber auch die Personenbetreuerinnen jetzt dann anfangen zu schulen. Das heißt, wir bauen gerade eine digitale Plattform auf als ersten Schritt und als zweiten Schritt dann, dass wir auch vor Ort schulen können. Und da kommt gerade wieder unsere Straßenbahn von der Rundfahrt. Ja, ist eine ganz wichtige Sache und bin sehr stolz, dass wir es jetzt in Graz hier haben, das erste Mal. Ich wollte gerade sagen, perfektes Timing. Jetzt ist es so, Sie haben das Thema Ausbildung angesprochen. Das wird ja auch immer wieder kritisiert von verschiedenen Stellen, seitens Sozialorganisationen, als auch eben in der Politik. Was hat sich in den letzten 10 Jahren, weil das ist jetzt seit mehr oder weniger 10 Jahren legal, was jetzt gemacht werden darf mit der Pflegebetreuung daheim, was hat sich da in den letzten 10 Jahren getan und wie wichtig ist es, hier nochmal nachzuziehen oder nachzuschrauben? Also hat sich sehr viel getan. Durch die Gewerbescheintrennung wissen wir jetzt einmal, wer ist Betreuerin und wer ist Agentur. Der zweite Schritt waren dann die verpflichtenden Berufsregeln, die für alle gelten. Der dritte Schritt, diese Qualifizierung jetzt für die Agenturen. Und der vierte Schritt wird dann sein, die Personenbetreuerinnen zu qualifizieren. Man muss aber aufpassen und zwischen Pflege und zwischen Betreuung unterscheiden. Und eine Kollegin von mir, die ja bei mir auch im Ausschuss die Agenturen vertritt, die auch selber diplomierte Krankenschwester ist, kann Ihnen das auch dann erklären, dass das ganz ein wesentlicher Teil ist, zwischen Betreuung und zwischen Pflege zu unterscheiden. Aber die Qualifizierung, die Weiterqualifizierung ist natürlich eine Herausforderung für uns, weil ein Großteil unserer Mitglieder aus dem Ausland kommt und wir jetzt schauen, wie können wir die qualifizieren, damit die im Prinzip diesen Anforderungen, die ihnen dann in den verschiedensten Wohnungen zu Hause entgegentreten, dann auch gerecht werden können. Sie haben das letztes Jahr in unserem Interview schon gesagt, also es gibt einen Unterschied zwischen Pflege und Betreuung. Wie sieht der konkret aus? Na, der Unterschied zwischen Pflege und Betreuung ist, dass klassisch Betreuung meint im Prinzip das, was jeder von uns macht, wenn er einen alten Mensch, zum Beispiel die Mutter zu Hause, begleitet und betreut. Wenn es um Pflege geht, dann im Prinzip ist es ja nur mehr möglich mit Delegierungen, entweder vom Arzt oder von einer diplomierten Krankenschwester, dass dann im Prinzip speziell in Bereichen auch delegiert wird, damit die Betreuerin das machen kann. Dann muss die aber auch natürlich dafür eingeschult werden und das ist uns ganz wichtig. Da kann aber dann meine Kollegin dazu was sagen. Und abschließend, wie viel kostet jetzt diese Werbeaktion? Die ganze Werbeaktion kann ich jetzt nicht sagen. Die Straßenbahn ist im Prinzip der Auftakt jetzt für diese Kampagne. Wir schalten aber im Prinzip dann natürlich auch noch in den Medien. Wobei uns geht es nicht darum, klassisch nur Werbung zu machen, sondern aufzuzeigen in der Öffentlichkeit, wie wichtig unsere Berufsgruppe ist und dass es ohne unsere Berufsgruppe der Betreuerinnen im Prinzip gar nicht mehr möglich wäre, die Menschen zu Hause zu begleiten. Gut, danke fürs Interview. Danke. Das war es für heute. Herzlichen Dank fürs Zusehen und wenn euch das Video gefallen hat, bitte teilt es, hinterlasst ein Like oder abonniert unseren Kanal. Danke!